Und damit herzlich willkommen bei einem komplett neuen Let's Play. So, ja, ich wollte es eigentlich schon lange mal gespielt haben oder lange mal Let's Played haben, weil es hat mir wirklich sehr gut gefallen, als es gerade rausgekommen ist. Da habe ich es das erste Mal gespielt und halt auch nur einmal durchgespielt. Aber das Spiel kann man, glaube ich, auch mehrmals durchspielen, vor allen Dingen, weil man halt auch mit mehreren Rassen spielen kann. Und ich hatte ja, glaube ich, die Zwergen genommen oder so. Und die fangen auch alle mit einer anderen Anfangsgeschichte an. Also ist das schon, auf jeden Fall hat es einen hohen Wiederspielwert. Und ist auch ein sehr gutes Spiel. Also es gefällt mir wirklich sehr gut. Und deswegen, ich würde gar nicht viel weiter reden, sondern einfach jetzt mal das Spiel laden. Wäre Blödsinn, wir wollen ein neues Spiel starten. Ach so, ja, jetzt habe ich ja die Awakening-Erweiterung mit drauf. Okay, nee, ich wollte eigentlich das Urspiel spielen, also ohne alle Erweiterungen. Die Kirche lehrt uns, dass es der Hochmut der Menschen war, der die dunkle Brut in unsere Welt brachte. Die Magier wollten den Himmel an sich reißen. Doch sie haben ihn vernichtet. Sie wurden verbannt und durch ihre eigene Verderbtheit verflucht. Sie kehrten als Monster zurück, als die Ersten der dunklen Brut. Als Verderbnis fielen sie über die Länder her, unaufhaltsam und unerbittlich. Als erstes fielen die Königreiche der Zwerge. Und aus den tiefen Wegen griff uns die dunkle Brut immer und immer wieder an, bis wir kurz vor der Auslöschung standen. Männer und Frauen aller Rassen, Krieger und Magier, Barbaren und Könige, die grauen Wächter opferten alles, um dem vorrückenden Dunkel Einhalt zu gebieten. Und siegten. Dieser Sieg liegt Jahrhunderte zurück und wir stehen weiterhin Wache, beobachtend und auf die Rückkehr der dunklen Brut wartend. Doch die, die uns einst Helden nannten, haben vergessen. Wir sind nur noch wenige und unsere Warnungen wurden zu lange ignoriert. Denn ich habe selbst gesehen, was am Horizont lauert. Erbauer, steh uns bei. Ja, jetzt können wir uns schon mal eine Rasse aussuchen. Und ja, für die, die das Spiel natürlich noch nicht kannten, auf jeden Fall erstmal schämen, weil das Spiel ist wirklich Kult. Auch wenn es erst 4 Jahre alt ist, aber das sollte man schon gespielt haben, beziehungsweise schon gesehen haben. Also schlecht. Auf jeden Fall, ja gut, das lassen wir mal so. Jetzt, was ist das gerade? Ein Mensch wahrscheinlich. Nee, ich möchte gerne Elfen haben. Zwergen hatte ich letztes Mal. Mensch finde ich ein bisschen, weiß ich nicht.
Ich wollte eigentlich auch mal ein Elf spielen, das habe ich auch noch nie gemacht, also machen wir es einfach mal. So, was für eine Klasse nehme ich denn? Magier? Im Prinzip ist es auch gar nicht so entscheidend, welche Rasse man jetzt nimmt, welche Klasse man jetzt genau nimmt. Weil man ja auf so viele Gefährten noch trifft und da kann man sich sowieso die Gruppen so zusammenstellen, dass das alles passt. Man spielt ja nicht nur einen, man spielt ja mal mehrere. Krieger. Oder bin ich mal Magier? Herr Schurke wollte ich eigentlich nicht sein. Ich glaube, ich bin tatsächlich immer Magier. Weil ich glaube, Kämpfer habe ich sonst immer gemacht und muss auch mal was anderes ausprobieren. Was haben wir denn hier? Ach, das ist der Hintergrund, okay. Okay, da gibt es immer zwei bei uns. Wofür sind dann eigentlich die anderen? Ach, wenn wir jetzt Zwerge nehmen wahrscheinlich dann, ne? Okay, alles klar. Das ist ja auch nur der Hintergrund. Gut. Du gebietest über eine ebenso gefährliche wie mächtige Kraft und bist dir bewusst, dass die Magie für all jene einen Fluch darstellt, die nicht über genügend Willenskraft verfügen, um sie zu beherrschen. Voller Unruhe erwartest du deine Läuterung, die einmalige Chance, dich gegen die inneren und äußeren Dämonen zu beweisen. Entweder hast du Erfolg oder du wirst von den Rittern getötet, die über deine Art wachen. Gut. Ja. Grüße. Machen wir mal weiter. Was können wir denn jetzt alles so machen? Wie gesagt, das ist auch schon wieder 4 Jahre her, dass ich das Spiel gespielt habe. Also direkt bei Erscheinung. Deswegen muss ich erstmal wieder gucken. Ich glaube, eine Voreinstellung nehme ich jetzt mal nicht. Das finde ich auch ganz gut bei dem Spiel, dass man hier so einiges machen kann. Sieht natürlich nicht so glatt aus jetzt hier. Dann doch eher ein bisschen verlebt. Hautfarbe. Ja, auf jeden Fall. Das ist... Warte mal. Die Farbe ist gut hier. Gelb. Das sieht ein bisschen krass aus. Ich glaube, das mache ich mal so ungefähr, wie ich bin. Also, ja. Kreidebleich. Tattoos. Ja, du kriegst auf jeden Fall ein Tattoo. Ja, machen wir mal sowas nicht so ganz Auffälliges. Das ist ein bisschen zu viel. Too much. Tattoo-Farbe. Was nehmen wir denn da mal? Was gibt's denn da so überhaupt so alles? Gut, dass das alles nur so gedeckte Farben sind. Ich glaube, das können wir mal so lassen. Intensität, achso, okay. Nö, das lassen wir mal so erstmal. Ich möchte sowieso erstmal eine andere Frisur haben. Aber hier gibt's ja dann eh nur so... Ja, Klatze, genau. Nee. Das passt auch nicht zum Elfen. Also die langen Haare passen natürlich schon zum Elfen. Aber wir müssen ja nicht die Standardhaare nehmen. Das sieht auch geil aus. Zöpfe. Passt auch nicht so wirklich. Das muss ja irgendwie passen. Das sieht auch ein bisschen zu, ist zu viel irgendwie. Das sieht komisch aus. Das passt auch nicht. Ich kann mich nicht entscheiden. Komm, ich mach das mal so. Machen die mal ein bisschen dunkler. Ja. Augenbrauen. Ja, ein bisschen realistischer, nicht so dünn. Gut. So, Augen. Was man hier alles verändern kann. Oh, ja. Kommt mir so ein bisschen wie bei Sims vor, obwohl da gehen natürlich viel mehr Einstellungen, aber... Aber ist schon nicht schlecht. Ich muss ja auch sagen, ich habe ja auch Dragon Age 2 habe ich auch gespielt. Ich habe es auch noch liegen. Aber tatsächlich gefällt mir der erste Teil um einiges besser. Ich weiß auch nicht. Die Leute sind irgendwie sympathischer, nicht so aufgesetzt irgendwie. Das fand ich alles so ein bisschen aufgesetzt. So... Bisschen verändern, sonst ist nicht, dass das hier so ein Standard-Typi ist.
Oh, den Mund. Das sieht natürlich auch geil aus. Lippengröße. Und das ist ja auch mein erstes richtiges Rollenspiel, könnte man sagen. Ich weiß nicht, A New Beginning war zwar auch so eine Art, aber das war ja eher ein Point-and-Click-Spiel. Oh, Überbiss, Unterbiss, das sieht natürlich auch... Nee, das lassen wir mal so. Ein bisschen eingefallen kann das schon sein. Der hat ja auch viel durchgemacht. Gerade als Elf. Die leben ja immer in den ärmsten Vierteln. Ist ja in jedem Spiel so. Oder sei es auch in jedem Film so. Vor allen Dingen, ein anderer Grund natürlich ist auch, warum mir das Spiel so extrem gut gefällt. Weil ich ja auch so ein ziemlich großer Herr der Ringe-Fan bin. Und ich weiß auch nicht, das ist so mit den Gefährten und dunkle Brut. Okay, da sind es Orks, aber ist ja ein bisschen abgekupfert, muss man schon sagen. Also, auch wenn es jetzt nicht nachgemacht ist, das kann man natürlich überhaupt nicht sagen. Aber es sind halt viele Geschichten, sind halt danach entstanden, so. Und halt weisen auch viele Ähnlichkeiten auf. Und ich glaube, die würden selbst auch zugeben, dass sie sich da was abgeguckt haben. So. Ja, so hier. Der Checker. Nein! Weise? Der Zauber hat versagt! Ich wusste gar nicht mehr, dass sie reden können. Also der eigene Charakter, meine ich jetzt. Und? Alles in Ordnung? Grüße. 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 Ich bin definitiv entzückt. Brutal. Hallo. Oh, mein Zauber. Das hört sich auch sehr brutal an. Grüße. Und? Alles in Ordnung? Grüße. Grüße. Das hört sich scheiße an. Das hört sich gut an. Den Namen könnte man ja eigentlich so lassen. Den lassen wir einfach mal so. Alim Surana, meinetwegen. Oder? Nee, komm. Den nennen wir mal Chris. Nee, Nachnamen. Kann ich den Nachnamen auch ändern? Nee, kann ich nicht. Der Nachname bleibt, okay. Dann heißt er halt jetzt Chris Co. Chris Co. Surana. Oder Chris Urana? Chris Urana hört sich besser an, ne? Dann lassen wir das mal so. Habe ich wenigstens einen Teil von meinem Namen da drin. Stärke. Stärke ist immer gut. Magie ist natürlich Klugheit auf jeden Fall. Und Geschicklichkeit, Konstitution, na gut. Haben wir dann jetzt halt nur 10 Punkte, aber irgendwie müssen wir es ja verteilen und wir kriegen ja nach und nach dann sowieso Punkte. Weiter. Manipulation. Achso, ich habe nur einen Punkt. Okay. Kampftaktiken. Kräuterkunde. Giftherstellung. Ach, hier hat er schon einen, okay. Kann ich ihn auch wieder rausnehmen? Nee, Kräuterkunde hat er automatisch wahrscheinlich als Elfe. Ja, okay. Überleben. Fallenbau, Stehlen, Manipulation. Der Charakter ist charmant genug, um andere davon zu überzeugen, ihre Ansichten zu ändern. Stärke lässt den Charakter einschüchtern. Irgendwie Klugheit ihn überzeugender macht. Das machen wir doch mal. Können wir andere Leute ein bisschen beeinflussen. Mal ins Magier haben wir den Bolzen, den arkanen Bolzen. Was machen wir dazu noch? Eisige Umarmung. Die ist immer gut gewesen, glaube ich. Steinrüstung habe ich, glaube ich, nicht so verwendet. Oder warte mal, ist der Blitz besser? Den können wir nicht nehmen. Ah, schade. Auf jeden Fall Heilung. Heilung ist ganz wichtig. Wir können jetzt hier nicht noch... Nee, immer nur den ersten. Okay, ich dachte, wir können jetzt vielleicht hier verjüngen oder sowas machen. Heldenhafter Angriff. Siegel der Lähmung. Zauberschild. Wandelnde Bombe. Ich glaube, das ist schon ganz gut. Heilung braucht man auf jeden Fall. So, dann kann man nämlich auch die anderen Leute heilen. Spielen. Was machen wir? Normal? Ich glaube, den kann man während des Spiels auch ändern. Leicht muss ich ja nun nicht gerade machen, aber
Schwer könnte man mal ausprobieren. Albtraum vor allen Dingen. Mhm. Na gut, wir starten erstmal auf normal und dann geht's auch schon los. Dann sollte jetzt nochmal eine Vorgeschichte kommen zu dem Ort, wo er jetzt lebt oder aufgewachsen ist. Okay. So, dann rede ich jetzt erstmal nicht und es geht los.